Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Mein Plan sah eigentlich vor, dass ich die Arena jetzt ohne Mikrofon aufnehme, damit ich mich vollständig auf den Inhalt konzentrieren kann. Wollte das gerade tun und dann stellte sich heraus, dass das Spiel mir und eigentlich jedem, der das Spiel spielt, einen sehr netten Checkpoint setzte. Guck mal. Also jetzt gleich nach dem Ladescreen. Versteht sich? Was? Was? Du bist nicht tot? Gut. Jetzt kommt der entscheidende Akt. Holt den Yeti! Die letzte Phase. Vielen lieben Dank. Ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Hör auf, dir Sorgen zu machen und hab mich lieb. Du hast dir die Nägel lackiert. So. Ich schaue gerade, ob die Vasen wieder zurück sind, in denen die Schergen drin sind. Bird, sieht eigentlich danach aus. Das ist gut. Das sollte nochmal einiges vereinfachen. Und außerdem sehe ich keinerlei Zivilisten, die in die Arena geschleppt wurden. Das heißt, das macht es auch wieder einfacher. Wobei ich mich jetzt sowieso nicht mehr daran erinnern kann, ob das letzte Mal irgendwelche Menschen hier in der Arena waren. In der letzten Phase, meine ich. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich erstmal was machen, bevor wir jetzt durch die Türen wieder gehen können. Und zwar, das ist ja nicht nur mir aufgefallen, sondern auch euch. Kann man die Dinger hier nicht einfach mit den roten anzünden? Ja, das kann man. Dazu braucht es kein Yeti. Gut, jetzt hat es der Yeti wieder gemacht, aber theoretisch bräuchte ich ihn wieder zu keinen Yeti. Warum mir das vorher nicht auffiel? Wahrscheinlich, weil ich einfach ein bisschen begriffsstutzig bin. Tchop, tchop, tchop. Das wäre jetzt aber auch nichts großartig Neues für euch. So, ne, in der Hitze des Gefechts, da kann man ja mal was übersehen. Leute, meine Hose ist echt lieber Untertitel. Die Untertitel sind immer so ein bisschen blöd. Die versperren nämlich die Sicht in meinen Thumbnails. Da muss ich sie immer so komisch zurechtschneiden und dann ich immer so. Nein, töte ihn nicht! Töte ihn nicht! Wir sind beste Buddies! Du und ich sind beste Freunde! Beste Buddies sind wir wohl! Ja, ich versuche aber nicht so viel zu quatschen. Und da brennen die Schergen wieder, wie man hört. Denn es kann ja auch einem richtig auf die Nüsse gehen. Das hatte ich damals schon beim Overlord 1 LP gesagt. Aber selbst die kreativsten Köpfe mit der tollsten, attraktivsten, besten Stimme, den Braften, können irgendwann einem richtig auf die Nüsse gehen, wenn die nicht aufhören zu quatschen. Da habe ich mir zum Beispiel gestern, glaube ich, ein Video zu einem Indie-Spiel angesehen, das noch in der Alpha ist. Zielt eigentlich nur auf uns und auch auf die Schergen. Oh, das war ein Glückstreffer. Und ja. Tolle Stimme und alles. Ich lasse noch einmal werfen. Ja, das ist nicht so schlimm, solange noch die dabei sind, die Schaden machen. Tolle Stimme und alles, aber mal, also super kreativ in seinem Talk, aber er hat nicht aufgehört zu reden. Nie aufgehört zu reden und irgendwann ging es einem nur noch auf die Nüsse. Schergen? Sind irgendwelche Schergen da? Ach, hier oben sind auch welche. Das vereinfacht den Plot ungemein. Moment, das passt eher zum Rollenspiel. Dürfte ich immer bitte durch? Das wäre ja ganz vortrefflich. Manche Leute hören sich einfach gerne sprechen. Gut, ich auch. Wenn der Inhalt denn irgendwelchen Konsens hat. Was ist das richtige Wort? Konsens? Keine Ahnung. So, damit sind schon mal zwei Säulen weg. Und im Prinzip können wir jetzt die Schergen hier stehen lassen, wenn wir wollten. Denn auf der anderen Seite gibt es sowieso nochmal Schergen. Waffeln, Hilfe! Ich brauche Waffeln. Ich bin noch nicht fett genug. Ja, töte sie. Töte sie. Ja, töte die Römer.
Griechen. Nee, halt. Das war nee, Rom, Italien. Wo sind wir hier nochmal gleich? Mal sehen. Säulen? Könnte alles sein. Ich hab doch gerade den Faden so ein bisschen verloren. Sei doch nicht so gemein zu mir, Spiel. Hier bin ich. Oh nein, ich bin in der Falle. Das ist das Ende. Das absolute Ende. Ja, hau die kaputt, ist mir egal. Huch, da bin ich knapp nochmal ausgewichen, glücklicherweise, weil ich da meine Kontaktlinse hinten gesehen habe. Vielleicht trägt er ja auch eine Kontaktlinse unter seinem Helm. Man sieht es einfach nur nicht, weil der einen Helm auf hat. Gut, Kontaktlinsen sind sowieso schwer zu sehen. Aber vielleicht trägt er eine Brille und das sieht man nicht unter seinem Helm. Och, Menok, müsste mich hier im Weg rumstehen. Gut, der Mensch ist ja auch ein Affe, von daher passt das schon. So, haben wir gewonnen. Kaiser Solarius, in den Palast! Wachen! Schild aktivieren! Mit diesen kleinen Meldungen im Bild bekomme ich auch keine bessere Thumbnails hin. Rescue him! Oh, the humanity! Du weißt schon, dass ich dich am Ende töten werde? Das Vieh versperrt den Weg zum Nest. Nachdem er jetzt wieder seine normale Größe hat, unterwerft es oder tötet es gleich. Seine normale Größe? Ich verstehe mal wieder den Kontext nicht. Das ist ja ganz normal für mich. Hey, schaut mal! Blut! Was für eine unglaubliche Show! Nicht wahr? Und die Jubelschreie! Weil wir so toll sind! Wir sind die Tollsten, die Besten, Yippie-yay, Bums, Falafa. Das ist mal wieder mein Unvermögen, mir Liedtexte merken zu können. Oh nein, the humanity. Ja, erstmal müssen die hier weg. Wo kommen die überhaupt her? Ich dachte, die wären alle tot. Das wäre natürlich blöd, noch am Ende der Arena wegen sowas zu sterben. Und die Leute hier sind auch wieder da. Ich weiß, ich liebe diese Show. Die Overlord tötet die Menschheit-Show. Solarius, rette uns. Er will uns alle holen. Nein, 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 nicht alle. Manche von euch kommen in meine die Suppe. Die Arena bricht zusammen. Moment mal, das ist das war ein blöder Kommentar, dann hol es mir ja doch. So, wir sind böse, ich will das gar nicht weiter argumentieren. Eine unglaubliche Show. Und wahrscheinlich müssen wir erstmal die Zauber machen. Nerven! Hat der! Also einfach nur angreifen bringt nichts. Soll ich das die Schergen machen lassen? Nee, dann wahrscheinlich einfach zaubern und dabei den Todesstoß ausholen. Mal sehen, ob es klappt. Ah, jetzt hat er nicht mehr seine normale Größe. War ja klar, dass das passieren wird, ne? Der Schild wird aktiviert. Alter Freund, so ein Bullshit. Er hat mich auch angegriffen, ohne mit der Wimper zu zucken. Mit der einen Wimper. So, ist das da hinten ein Portal? Ein Portal, wir haben es geschafft, Geise. Gleich, sobald sich's aktiviert. Oh, the humanity. So, zurück zum Turm. Wir haben die blauen. Yippie, wir haben es geschafft. Dann war es am Ende doch gar nicht mal so schwierig. Dank des netten Checkpoints. Dankeschön, Entwickler. Ich liebe der große Herr. Ich bin der Beste. So. Diese Juno sieht fordernd aus. Hoffentlich fordert sie etwas von mir. Ich gehe wieder. I'm out of here.
Vor allen Dingen, nee, Moment, wo waren denn jetzt die Aufzüge? Vor allen Dingen gehen wir jetzt mal zu den Aufzügen, denn unser kleiner Sieg, unser kleiner Sieg, das ist auch nicht die Aufzüge, sollte uns, ach, hier sind die Aufzüge, ja, und dann, sollte uns keinen weiteren Aufzug freigeschaltet haben. Ausgezeichnet, gut, dann gehen wir halt wieder. Aber ich bin mir sicher, wir haben noch einen weiteren Zauber eingesammelt. Frage an mich selbst. Kann man vielleicht auch seine Zauber irgendwo einsehen, ohne in den Turm zu müssen? Anscheinend nicht. Und das ist auch wieder so ein Ding, das mich an diesem Spiel stört. Deswegen benutze ich auch meist keine Zauber. Steht nicht da, benutze ich also nicht. Gut, in Prince of Persia, Warrior Within stehen die Kombos da und ich benutze nicht, aber auch nur, weil es auch so funktioniert. Ja, die Strategie, die funktioniert, die setzt man halt ein. Das hat einen besseren Begriff, aber der fällt mir gerade nicht ein, denn der ist Englisch und ich muss mich jetzt damit beeilen, hier dieses Spiel zu spielen. Also hetzt mich mal nicht. Mann, wieso hetzt ihr denn so? Es hört doch mal auf zu hetzen. So. Wir haben die blauen. Und jetzt? Ups, da muss ich ein bisschen was rausschneiden. Da hatte ich ein bisschen was im Hals. Keine neuen Aufträge. Also wir machen es uns jetzt gemütlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir zurück ins Kaiserreich reisen. Naja, gut, ein paar Maps haben wir ja noch übrig. Zum Beispiel die Ödnis. Was war das denn? Achso, das war der Typ. Der Hofnarr. Mensch, die einfachsten Begriffe fallen mir gerade nicht ein, aber ist ja auch zu verzeihen. Schließlich bin ich ja gerade so aufgestanden. So, wir reisen mal zu den Schergennestern und gucken, ob es da jetzt irgendwas Neues gibt. Jetzt, wo wir alle Nester haben, vielleicht gibt es ja irgendeine kleine Belohnung. Eigentlich ist der Lohn ja schon, dass wir das blaue Nest haben. Vielleicht. So ein bisschen. Aber vielleicht können wir dann auch gleich, wenn wir schon mal hier sind, die blauen verstärken. Der Totempfahl ist noch nicht vollständig, Meister. Sucht weitere Teile. Ja, genau. Der Totempfahl, wo die Schergen-Artefakte da herumstehen. Um mehr Schergen kontrollieren zu können. So, das ist Feuer, da hinten ist grün. Außerdem kann man die Schergen nicht hier verbessern, sondern woanders. Nämlich in der Schmiede. Da, wo man die Schergen auch gleichzeitig verheizt. Moment. Nee. Doch. Doch, nee. Nee, ist das der richtige Weg zu den Blauen? Jein. Nee. Kommt hier noch irgendwas hin? Ist das ein DLC? Was ist denn da hinten? Ein kleines Häuschen da unten. Vielleicht wohnen da auch Schergen. Oder ein Einsiedler, der das alles dokumentiert. Von da unten aus. Der kann nicht sonderlich gut sehen, also tut auch so ein bisschen frei interpretieren. Aber das ist zu verzeihen, solange er nur uns Lob preist. Ja, leck mich am Arsch. Wo ist denn jetzt das blaue Nest? Nicht, dass es wichtig wäre, jetzt das blaue Nest zu finden. Vielleicht da, wo der Wasserfall runterkommt, hä? Das ist doch eine Idee. So, einfach hier hoch. Den kleinen Weg habe ich gar nicht gesehen. So, dann glitscht euch mal vorwärts. Zu der Radde, die ich nicht zertreten kann. Tja, die ist halt unter meinem Niveau. Und dann glitschen sie sich erstmal durch die Wände. Das können die Blauen halt. Und das war's anscheinend. Ja, damit wäre das auch erledigt. Gut, dass wir das mal gesehen haben. Ich habe nicht mal das blaue Nest gesehen. Bin wahrscheinlich einfach dran vorbeigerannt. Oder es steht oben am Wasserfall. Das ist mir auch völlig egal, denn das hat keinerlei Einfluss aufs Spielgeschehen. So, reisen wir mal zurück. Der dritte Warp-Punkt. Das ist kein Warp-Punkt. Das ist der dritte fliegende Stein. Der ist leider noch nicht aktiviert. Der hier. Obwohl wir die blauen haben. Naja. Das kommt sicherlich noch. Lasst uns mal eben in die Schmiede schauen. Denn wir haben ja in irgendeiner oder mehreren alten
aktuellen oder zukünftigen Episoden, in irgendeiner oder mehreren alten Episoden haben wir ja auch ein paar Schmiedesteine eingesammelt. Und die könnten wir jetzt vielleicht auch mal nutzen. Denn jetzt haben wir ja auch so ein bisschen blaue Energie, glaube ich. Aber wir rennen erstmal zu diesem Punkt, wo man ja die Schergen verbessern kann. Muss man erstmal finden, denn man wird ja nicht darauf hingewiesen. So, das sind die Level meiner Schergen. Die sterben trotzdem noch ziemlich schnell. Wir haben einen davon. Ganz schön viel Geld. Ja, werten wir mal die blauen auf. Eure blauen sind jetzt stärker, Meister. Oh toll, die blauen Schergen, die sowieso kaum angreifen, sind jetzt stärker. Das ist hervorragend. So, haben wir hier hinten noch irgendwas? Wollt ihr doch ein bisschen mit euren Spitzhackhämmern jonglieren? Sie sehen jetzt klein aus, aber sie werden groß. So groß. Dankeschön, dankeschön, dass du jonglierst für mein Amusement. Ich lebe, um zu bauen. Und ich baue, um zu leben. So. Hier fliegen hier so ein paar herum. Die Leertaste. Sie sehen jetzt klein aus, aber sie werden groß. Oh ja, die Waffen, die werden so, so groß, so groß. So, der Höllenherr. Neuer Helm. Halt doch mal die Klappe. Vergrößert eure Schergenhorde und verbessert eure Verteidigung. Und ihr dachtet vermutlich, das sei nur ein Hut. Ja, es hat aber leider nicht den Vorteil, dass es mehr Schergenenergie produziert. Alleine deswegen würde ich ihn nicht tragen wollen. Wir haben ja allerdings noch, und da fehlen uns leider ein paar pinke Kristalle, die Höllenrüstung. Jeder Overlord mit ein wenig Selbstachtung sollte in einer Schlacht von epischem Ausmaß diese Rüstung tragen. Da fehlt es uns aber leider, wie gesagt, an diesen Kristallen. Die müssen wir also noch ein bisschen farmen und ich bin mir nicht ganz sicher, wo. Aber vielleicht mal eine neue Waffe. Aufgewertete Baracken bedeuten stärkere Schergen. Ja, ich weiß. Dankeschön. Vielleicht wählen wir mal... Schätze und Schergen bringen. Diese teuflische Axt raubt die Gesundheit. Das klingt gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier noch den apokalyptischen Tod. Sorgt für Hölle auf Erden. Stärkere Schergen. Die kostet wesentlich mehr. Und die kosten leider auch alle Kristalle. Sie sehen jetzt klein aus, aber sie werden groß. So groß. Kann man das nicht abschalten? Dieses ständige Reinquatschen ist auch eine Sache, die mich an diesem Spiel stört und auch in Teil 1 gestört hat. Naja, bald kommt ja so ein Multiplayer-Overlord-Teil raus. Da hab ich auch schon von einem Zuschauer das Spiel geschenkt bekommen im Hier sag schon, na, es ist noch nicht draußen, aber es ist schon vorbestellt. Genau, vorbestellt. Verdammte englische Worte, die ich immer versuche einzustreuen, dabei ist es doch überhaupt nicht notwendig. Seht euch die Liste an und sagt Gunther, was ihr bauen möchtet. Ganz ehrlich, ich bin irgendwie für den Schnitter. Mit so einer Axt rennt man ja als Protagonist nur selten herum, von daher ist es mal was anderes. So groß. Und danach haben wir keine großen Kristalle mehr. Ist egal, wir nehmen das jetzt. Ist gekauft, hier nehmen wir das. Hurra! Da schmelzen unsere Untergebenen. Und leuchtet sogar ein bisschen. Das ist doch nett. Ich lebe, um zu bauen. Konnte man seinen Waffen nicht noch irgendwie einen Aspekt hinzufügen oder hatte unsere eine Klinge immer schon gebrannt? Gunther Schätze und Schergen bringen, dann kann Gunther bauen. Achso, können wir nicht mehr schmieden, weil wir es schon hergestellt Bis haben. Bis bald, Meister. Bis bald. Ist ja auch irgendwo sinnvoll. Nicht, dass man eine Waffe doppelt schmiedet. Die Waffe da. Da hängt sie. Ja gut. Eine lebensregenerierende Waffe. Und sie ist stärker. Schlägt natürlich ein bisschen langsamer zu. Aber ein bisschen Wumms. Dagegen habe ich absolut nichts. Seht euch die Liste an und sagt Gunther, was ihr bauen möchtet. Overlord will jetzt ehrlich gesagt nur hier weg.
und ist an dem Trigger vorbeigerannt. Ja, gerade erst aufgestanden. Kein Wunder, dass die Worte noch nicht so fließen. Gut, bei dem Spiel hier sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob es am Spiel liegt. Aber an irgendwas muss es ja liegen. Was haben wir denn hier so? Also in der heutigen Episode werden wir uns noch so ein bisschen hier umsehen. In unserem Schloss. Mal schauen, ob wir nicht irgendwo irgendwas finden, was uns das Leben so ein bisschen vereinfacht. Verschönert. Vielleicht haben wir irgendein Feature übersehen. Das tut ja auch nicht Not. So, also beide Treppen führen hier hin. Gut, das heißt, wir haben im Saal eigentlich nichts übersehen. Ja gut, dann laufe ich halt hier durch. So, irgendwo, irgendwie, irgendwann muss hier noch was sein. Hier unsere Reichtümer. Zwei Betten. Mhm. Ihr Schergen seid meiner Beachtung sowieso nicht wert. Entschuldigung. Ihr Schergen seid meiner Beachtung sowieso nicht wert. Hier geht's dann wieder runter, nehme ich an. Hier geht's wieder hoch. Ja, ich habe eine gute Orientierung. Wenn's hoch geht, dann weiß ich Bescheid. Huch, was ist das denn? Ach, so ein großer Kristall. Ja, so gut haben wir uns umgesehen. Ja, Hölle noch eins. Aber irgendwo war da noch irgendwas mit... Dies ist das Magiezimmer, Herr. Sammelt Energiesteine und Katalysatoren, um eure magischen Kräfte zu arbeiten. Genau danach habe ich gesucht. Das ist ein bisschen sehr gut versteckt, würde ich sagen. Dadurch nutzt ihr eure Waffen nicht ab. Und eure Rüstung wird nicht schmutzig. Ja, weil das ist ja auch ein Element dieses Spiels ist, ne? Waffenabnutzung. Interessiert euch eure Magie? Ja, die interessiert mich schon. Mich interessiert vor allen Dingen, wie sie funktioniert und was ich für Magie habe. So, wir haben... Achso, mit den Katalysatoren können wir unsere Zauber verstärken. Das haben wir noch gar nicht getan. So, Zerstörungszauber, Schergenzauber, Nimbuszauber, Ziel? Diese großen Artefakte gehen irgendwie ständig verloren. Ja, grauenvoll. Scherge... Achso, das Ziel ist... Ja, das war unser erster Zauber. Den kann man nicht aufwerten. Katalysatoren sind selbst keine Zauber. Also ihr müsst diesen Zauber erst finden, bevor ihr ihn aufwerten könnt. Moment mal, unser Schergenverstärkungszauber, den ich auch mehrfach angewendet habe, ist nicht der Schergenzauber? Sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Okay. Zauber verändern sich mit euch, Herr. Sie passen sich euren dunklen Taten und eurer Tyrannei an. Nee, das war tatsächlich der Nimbus-Zauber. Beherrscht und unterwerft, der das beides kann. Ihr haltet noch bessere Zauber für... Und wie schön, dass hier steht, wie der funktioniert. Zauber sind wirklich hilfreich, aber kaum kreativ. Ja, man muss schon sehr kreativ sein, um erstmal die richtigen Tasten zu finden, also... Ich würde sagen, wir werten einmal den Zerstörungszauber auf. Verwandelt euch in einen magischen Meister des Chaos. Halt mal, ich habe ihn gerade schon aufgewertet, es kam nur kein Feedback. Haltet ihm Ausschau nach Katalysatoren, Herr. Diese großen Artefakte gehen nochmal, komm. Und dann einmal noch den Nimbus-Zauber. Ihr seht, wie stark eure Zauber sind und was ihr benötigt, um sie aufzuwerten. So, ihr könnt jetzt noch mehr in noch kürzerer Zeit zerstören. Und der Nimbus-Zauber besagt jetzt, euer Schockwellenangriff wurde deutlich verbessert. Die Stärkung eurer Schergen fällt dafür deutlich schwächer aus. Wählt also weise. Sagt hinterher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Toll. Aber ja, ich meine mich zu erinnern, unsere Ausrichtung hat Einfluss auf die Wirkung unserer Zauber. Wären wir gut gewesen,
dann würden stattdessen jetzt an diesem Punkt unser Schergenzauber verbessert worden sein tun. Mensch, ich komme durcheinander, wenn mir Gnall ständig reinquatscht. Wenn jemand redet, dann quatscht man da doch nicht rein. Boah, krieg ich so eine Krätze, wenn Leute das machen. Lass die Leute doch mal ausreden. Gut, was man normalerweise ja auch macht. So, das wäre demnach dann alles, würde ich sagen. Ne? Haben alles mitgenommen, haben das Magiezimmer gefunden. Hier ist der tote Troll. Und auf diesem, ja, Wesensblätter mal stehen. Man könnte vielleicht einen Screenshot machen. Für ein Thumbnail. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Soll es euch Spaß gemacht haben, dann schaut auch in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos hin. Dann haben wir immer was zu tun. Und beim nächsten Mal schauen wir dann in das Gebiet, wo einst der Turm des alten Overlords stand. Bis zum nächsten Mal.